Wie ihr seht, bin ich diesmal in Clash of Clans. Und ihr seht auch Clankrieg. Ich werde gleich den ersten Kampf in Clankrieg machen. Und jetzt noch 17 Sekunden. So sieht meine Base aus. Und jetzt gehe ich dorthin, schnell zum Feind. Das beginnt. Ich greife ihn sofort an. Da wurde mir zwar jemand anders empfohlen, aber ist egal. Bitte schnell da um. Ja, die können zum Verhängnis werden. Pass auf die Gegner, vielleicht schaden. Kaputt. Oh, ich brauch nicht mal meinen Blitz. Na ja, Blitz ist da um. Rändern, das ist sein Ernst. Wieso mache ich alles außer den Zauber? Und dann ja, nicht böse sein, aber ich werde dann wahrscheinlich ein Gem, also Gems ausgeben. Okay, dann greife ich ihn jetzt noch an. Erstmal spielen, um zu gucken, ob ich ihn wirklich schaffe. Wenn ich da reingehe. Die, damit die das aushalten. Mauerbrecher. Muss ich da alle drei Klammern. Oh, warum geht die da rein? Mach schnell kaputt. Und Minenwerfer ist kaputt. Ich denke, ich schaffe das. Aber sieht auch gut aus. Alle die, die irgendwas an den Rändern haben, die finde ich richtig blöd. Ja, aber schaffe ich easy. Okay, mal gucken, wer von uns zerstört wurde. Weil die haben ja einen Stern, das ist irgendjemand. Oh, da.
Ich bin. Ja. Aber jetzt lasse ich das und. Oh, ich habe nicht genug Elixier. Wirklich. Egal. Nein. Marc, ich weiß, du siehst das. Ich habe halt irgendwie nicht genug Elixier, warum auch immer. Aber ich würde sagen, ich kann dann jetzt noch in ein neues Spiel rein, was ich neu installiert habe. Und dann. Würde ich sagen, danach, wenn ich es gespielt habe, ist das Video vorbei. Das habe ich noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Also Bilder gesehen. Ich habe eigentlich zwei Spiele installiert, aber es wird irgendwie nur eins installiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch spielen. Herunterladen. Lange. Assassinen werden also entweder aufgespürt oder ausgefüllt, keine Ahnung. Es ist so ähnlich wie Clash Royale, nur halt seitlich. Sieht so aus, als würde es auf dem Wasser sein. Was ist das hieße? Okay, das ist mal was Neues von einer Art an Spielen. Ich glaube, der Große da ist ein Riese. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht ganz nach einer Bombe aus, weil er hat, glaube ich, Dynamit hinten drauf. Hab ihn. Was? Oh cool. Aber hier hat man viel mehr. Also es ist echt ein gutes Spiel, das kann ich empfehlen. Mensch, wie es aussieht. 5 Kronen. Beziehungsweise 5 Türme kann man hier zerstören. Ja, ich. 2 Sekunden. Ist zwar ein seitliches Clash Royale. Berserker. Neu. Goblinflieger. Das soll, glaube ich, der Sperrkobold sein. Das sieht sehr auch aus wie. Das sieht so gut aus. Das spielt ernsthaft 50 Gold. Aber egal. War ich den Riesen? Ey. Jeder Held hat eine andere Heldenfähigkeit, die sich mit der Zeit auflädt. Nutze deine Heldenfähigkeit für den Gegenangriff.
Karten nutzen kostet Elixier. Das weiß ich selber. Will ich auch machen. Ich will den Kampf nicht verlieren. Die sind so ein bisschen wie Sperrkobolde. Sieht ein bisschen aus wie so ein Infernturm. Ach, diese Frau da auf dem Turm irgendwas oder? Oder eher weniger. Wenn ich mal das Schaden kriege, ist doch so egal. Dieses Spiel ist wirklich so geil. Wenn ich es öfter erwähne, dass ich das empfehlen kann, das ist wirklich cool. Ja, nerv mich bitte nicht damit. Also, mein Name ist wie in jedem Spiel. Zu kurz. Man kann ihn noch ändern, dann nehme ich erstmal ihn. Oh, da ist eine epische drin. Jetzt kommt die Goblin Horde. Okay, und Gruft Fürst. Genau wie deine Truppen kannst du auch deinen Helden wechseln. Das ist ein Held. Das ist ein Held. Das ist ein Held? Ich dachte, das wäre jetzt so irgendwie so eine Truppe. Aber anscheinend nicht. Man kann hier nicht rein nutzen, oder? Nee. Okay. Ich dachte, das geht. Eine Horde zwielichtiger Goblins bis zu den Zehen bewaffnet mit Klauen und Zehen. Okay. Ja, aber ich würde sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.